Sie wollen Karten? Die kriegen sie. Ja, Leute, heute gibt es wieder was ganz Besonderes und zwar ein Opening. Und ich habe ein bisschen Angst davor, vor diesem Opening, denn ich glaube, ich kriege das Ganze nicht ins Bild, wenn wir ihn nochmal holen. Oh, also, wir kriegen es weder vors eine noch vors andere. Ja, ich würde sagen, ist ein Riesenpaket. Und ich muss sagen, hätte ich das gehabt als Kind, ey, ich hätte es so gefeiert. Ich hätte es so gerne gehabt, denn ja, ihr wisst es wahrscheinlich schon, ich meine, steht auch im Titel. Es ist der legendäre Koffer und ja, ich weiß nicht, ob das heute überhaupt irgendwie technisch vor die Kamera kriege. Also es überhaupt irgendwie schaffe, sinnvoll sichtbar hinzukriegen. Aber ich packe das Ganze jetzt aus. First Reaction from me. Ich habe das Ding jetzt schon ein bisschen länger hier rumstehen. Ja, ich weiß, der Koffer ist schon länger da. Blablabla. Aber ist egal, jetzt habe ich es. Jetzt öffne ich das Ganze. Echt jetzt? In einen Karton? In einen Karton? Ja, geil. Da ist einfach nochmal ein Karton drin. Min, fair, geht er wenigstens nicht kaputt, ne? Muss man auch so sehen, ne? Also, weiter geht's hier. Noch mehr. Gut, cool, dass ich eine Schere habe, ey. Jetzt habe ich schon Angst, den Koffer zu beschädigen. Also, hier ist jetzt wahrscheinlich drin, oder? Oder ist das hier so ein Hütchenspiel? So, suche den Koffer. Es ist noch mehr drin, aber im Karton. Jetzt haben wir hier. Oh, was ist das denn hier? Ich habe ihn falsch schon aufgemacht. Natürlich habe ich ihn falsch schon aufgemacht. So, warte. Also Leute, das ist das komischste Opening, was ich je gemacht habe. Es ist auch so schwer. Was ist denn hier? Okay. Wir haben es gleich, Leute. Was ist das denn geil? Komplett übertrieben. So, also der Koffer ist anders gut verpackt. So. Ihr seht ja sogar gar nichts. Also, ja, von der großen. Ja, von der Cam hier, so. Dann machen wir das jetzt mal ab. So. Armin. Den legendären Koffer. So. Ist geil, ist unglaublich. So, wichtig. Hier Emblem. So heißt das Ding. Hübsch. Hochwertig. Gefällt mir. Allgemein sieht der Koffer. Alter, das Ding ist ja wirklich hochwertig. So, ja toll. Wie soll ich das denn jetzt sinnvoll aufkriegen für die Cam? Oh Gott, ich habe ihn falsch rum, oder? Warte, was ist denn jetzt richtig rum? Es geht nicht. Warte, habe ich ihn falsch rum? Warte. Wir drehen nochmal. Nee, macht ja gar keinen Sinn. Hier sind extra so Füße. Und da. Also, ich kann auch mal hier weitermachen. Also, wird jetzt nicht so viel helfen. Also, ihr seht ja. Ja, oder? Nee, das ist falsch rum. Oh! Das ist ja hier Bauarbeiten gefühlt, ey. Nachbar denken auch hier Erdbeben. So, was ist hier? So. Das Ganze auf. Wie geht das denn jetzt? Ach! Okay, Leute, das war echt dumm. Guck mal. Hier sieht man es. Also, man macht den so auf. Und ich dachte, man soll das hier rüberziehen. Aber man kann einfach so öffnen. Ja, wie soll ich das jetzt kameratechnisch darstellen? Warte mal, ich öffne es einfach so. Also, ich öffne es für euch, aber nicht für mich. Tada! Okay. 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 Warte. Alter, ist das kompliziert hier. Wie soll man denn sowas öffnen? So. Guck mal, was haben wir da? Deswegen holt man das Ding doch, oder? Ja! So, hier. Nein! Gleich halb kaputt. Oh ja. Die drei einzigen Blue Eyes, die es auf der ganzen Welt gibt, sind hier. Es ist so hübsch. Okay, das können wir gleich nochmal separiert betrachten. Das haben wir weiter. So, guck mal, geht weiter auf. Alter, das ist auch da so. Einfach so. Es ist so hübsch. Also so gut. So, dann hier. Was da drin ist. Ja, das. Ich hoffe, das ist einfach alles drin, was ich denke. Dann haben wir hier Aufsteller. Sehr gut. Sonst kann ich Blue Eyes natürlich nicht aufstellen. Und dann haben wir hier. Oh! Ja. Kartentrenner. Und das Deck. Und das Deck. Anders heilig. Was haben wir hier noch? Ah ja, genau. Jetzt kann man hier. Also man kann theoretisch, ne? Hier so reinmachen. Aber ich weiß gar nicht, ob das will. Also ich weiß es halt nicht. Oh.
So, ich pack's jetzt mal wieder rein auf jeden Fall. Das ist halt ein Koffer, wo man halt auch wirklich Karten drin aufbewahren kann. Also in der Theorie. In der Praxis natürlich auch. Ich weiß halt noch nicht, ob ich das will, aber... Koffer ist hochwertig. Ey, schon geil. Alter, das ist schon geil, der Koffer. Das ist schon der Nice hier. Ich meine, überleg mal, ich guck dir das Ding an hier. Boom! Ja, let's go! Geiles Ding. Also ich finde ihn geil. Gefällt mir. Boah, der hat aber auch Eigengewicht. Kannst du ihn erschlagen mit, ey. Huiuiuiui. So, jetzt zoomen wir hier mal rein. So, jetzt machen wir das Ganze hier mal hier. Alles verschoben hier, ey. So, jetzt wollen wir natürlich uns die Highlights angucken. Das hier sind die Kartentrenner. Wie gesagt, da können Haufen Karten rein. Also wie viel können da rein? 100.000? Mal gucken, wie sehen das hier aus? Ah ja. Ah doch. Gefällt mir. Hartplastik ist gut. Gefällt mir. Ja, mit. So. Jetzt kommen wir zu den zwei Highlights, warum das Ding überhaupt so teuer ist. Ich muss zugeben, also ich bin ganz ehrlich, ich habe diesen ganzen Koffer gekauft, weil ich den Koffer haben wollte. Das war meine Intention. Ich wollte den Koffer haben und ich will ihn für Videos haben. Jetzt, wo ich merke, wie schwer der ist, weiß ich nicht, ob ich den für Videos haben will. Aber man kann das Ganze halt für Videos benutzen. Also von daher ist das ganz nice. Und das ist halt hier eigentlich natürlich das Wertvolle am Koffer, weil wir haben hier halt Sammelsachen. Boah, es ist so hübsch, ne? Ey, es ist schon hübsch. Hinten. Es sind sogar wirklich Karten, ne? Es sind halt... Könnt ihr auch rausholen. Alter, ist das hübsch. Alter, ist das hübsch. Wie gesagt, kann man auch aufstellen, theoretisch. Das ist einmal das Wertvolle hier drin. Und natürlich, Leute, nicht nur den Blue Eyes, den es nur dreimal gibt, sondern auch noch das Deck von Seto Kaiba himself ist hier einfach drin. Und das machen wir jetzt auf. Ja, das ist jetzt natürlich für viele, also auch für mich so ein bisschen. Eigentlich sollte man ja immer alles OVP lassen, ne? Das ist Sammlerwert. Aber ey, Leute, wir können jetzt nicht einfach OVP das hier lassen. Wir wollen das auch angucken. Und ich will jetzt gar nicht zu viele Kratzer reinmachen. Gibt es nicht irgendwie eine praktische Öffnung? Da. Wollte ich sagen, es gibt doch hier eine praktische Öffnung. So, öffnen wir das Ganze. Und so. Und jetzt muss man sehr vorsichtig sein, weil der Blue Eyes alleine geht mehrere hundert Euro. Also der hier alleine geht mehrere hundert Euro. Ist auch, ja, Kamera denkt sich, da ist einfach was anderes scharf. Also der alleine geht mehrere hundert Euro zurecht. Hübsch. Ich kann das jetzt endlich einfach hier hinlegen. Ja, komm, das ist eine Playmate. So. Und jetzt können wir mal sehen. Also das ist jetzt komplett hier halt, wie gesagt, ne? Das ist komplett Kaiba. Ey, ich muss mir eine andere Playmate zulegen. Wieso ist das schärfer als das? Mit welcher Begründung? Warte mal. Mach jetzt mal einfach Show. So. So. Das kann nicht sein, ey. So, ist die Chaoten-Opening. So ein Ding ist das. So. Was jetzt schärfer? Natürlich, die Krallen sind wichtiger. Kannst du mir nicht erzählen. So, jetzt fangen wir an hier mit Blue Eyes. Natürlich den Ultimate. Leute. Yes, ist unglaublich schwer jetzt. Scheiße. So. Tut mir leid. Also, wir haben ja Kaibas Deck und natürlich ikonische Karten. Wie? Natürlich den Blue Eyes. Dann. Diese Karte, Armor, spielt Kaiba gegen Yugi, gab es bisher noch nicht, das heißt, diese Karte ist jetzt neu. Dann Lifeshaver, spielt ebenfalls Kaiba, ja, auch eine Karte, die es noch her nicht gab. Und dann auch sie, Trick Mirror, gab es noch nicht, das heißt, das sind drei neue Karten, die du faktisch nur aus dem Koffer bekommst. Und ja, der Koffer ist teuer, das heißt, es ist eine ziemlich teure Karte, die zu bekommen. Dann haben wir Blowing Weißen Drachen natürlich. Ein Vollstrecker, Vollstrecker auch gerade im Anime-Duell, Leute, ne? Wichtige Karte. Den Schwert, dann haben wir Ogre, dann haben wir sie. Ich wusste gar nicht, dass er den spielt, aber kein Wunder, dass ich den nicht in der Deck habe, weil der einfach 6 Sterne braucht. Der wilde Kaiser, das ist wieder Nostalgie. Forceblender, natürlich ganz stark. X-Kanone, Jin, Battle Axe, Ryuka Jin, mystische Sword. Na, der Grabschar, ja, der ist auch dabei. Dann Rick Sagi, Obelisk. Ach, ich wusste gar nicht, dass ein Obelisk drin ist. Nice. Maskenbeast, Kaiserglätter. Oh, er hat mir schon so viele Duelle geholfen. Dann Dark Sleeper hier auch drin. Dann haben wir Flamed, Battle Knight, natürlich so gut. X. Warum packen die nicht zusammen? Warum muss X vorne sein? Das ist Normal Monsters. Naja, egal. Herr der Drachen, natürlich Lord of D. So, und jetzt wird es natürlich hier wieder ein bisschen unscharfer. Dann habe ich, ah ja, auch super gute Karte, X-Kopf-Kanone. Und da muss ich sagen,
Also, ich trigger mich hier gerade hier sehr. Da muss ich sagen, sehr geil. Das ist nämlich OCG-Artwork. Wir haben nämlich wirklich hier Schüsse draus. Also, es ist sehr nice. Allgemein, ich meine, ja, da, Wiedergeburt. Hier sind alle Karten im OG-Artwork. Super nice, gefällt mir gut. Allein deswegen ist das ja schon, lohnt sich so fast. Polymerisation, Verteidigungsstopp, Kontrolle, Flöte natürlich, Seelenaustausch, auch stilles Verhängnis auch statt. Und, oh ja, super starke Karte. Ich sag's euch, die wird auch mal wieder relevant werden ab und an. Kostenverringerung natürlich, Card of the Mice, super gut. Ebenfalls Schrumpfen, Fine Controller, Megamorph, super gut. Dunkle Energie, Spellabsorption, ach, später auch sogar. Crash Card Virus, oh, und auch im OG Artwork, sehr nice. Ja, Regen der Zerstörung, auch im OG-Artwork, ey, gefällt mir sehr gut. Klon, Schattenzauber, Angriff und Angriff annullieren. Ich muss auch sagen, das ist, also ich weiß gar nicht, sind das Ami, also sehen halt aus wie Ami-Karten. Nice, so, jetzt können wir hier nochmal alles durchgehen. Also es ist halt komplette Nostalgie. Und ich muss sagen, gerade durch die Anime-Duelle, vieles davon habe ich gespielt und ist super gut auf jeden Fall. Es ist Nostalgie. Und wie gesagt, ich habe mir das Ganze geholt für den Koffer. Die meisten holen sich das natürlich für den Blue Eyes, verständlich. Ja, wir haben sogar mehrere Blue Eyes, die man highlighten kann. Also wir haben natürlich, also wir haben jetzt die drei neuen nicht und den Blue Eyes auch nicht. So, aber wenn man jetzt hier mal so macht, also eigentlich holt man sich das natürlich wegen diesem Blue Eyes, der natürlich hübsch ist, und diesen hier. Man hatte ja ein bisschen Angst, dass die nicht OG-Artwork sind, weil aus irgendwelchen Sinn bei den Trailern wurde immer gezeigt, ja, es gibt die drei Drachen. Ende. Also so wurden die gezeigt, ne? Es wurde nicht so gezeigt. Es wurde so gezeigt. Da dachte ich so, wow. Und der wurde gezeigt so. Ja, und den gibt es übrigens auch so. Und dann denkt man sich, hä? Sind die jetzt alle in den Artwork? Ich will OG-Artwork. Ich möchte Anime-Artwork. Naja, wir bekommen Anime-Artwork. Also super hübsch, super schön. Gefällt mir wirklich sehr. Ist ein schönes Produkt. Ich muss sagen, natürlich, gerade diese Sammlersachen immer, ja, die sind ziemlich teuer und ja, ist natürlich nur was für Liebhaber. Ey, aber ich liebe es. Ey, dieser Koffer, der ist so schwer. Warum ist der so schwer? Also wirklich das feinste Material. Boah, ich hau damit alles kaputt, sage ich euch. Aber es ist so cool. Ja, ist nice. Aber jetzt hier, Leute, jetzt kann ich hier richtig den Move bringen. Jetzt kann ich nicht wirklich hier so machen. Ey. Dein Blue Eyes. Ich gebe dir einen ganzen Koffer voller Karten dafür. So wie es gehört sich. Nimmst du an? Dann lass drum spielen. Und dann zerreiße ich ihn. Ja, Leute. Das ist das kleine Opening gewesen. Ich wollte einfach mal einen Blick zeigen. Ich weiß, lag jetzt ein bisschen länger rum, aber ich dachte, ey, komm, öffnest du es doch live vor Cam. Ist echt geil. Ich hätte nie gedacht, dass er so schwer ist. Er ist echt schwer. Es ist. Ich hab's oft gemacht. Aber jetzt will ich euch nicht eure Karten zum Tauschen abgeben, dafür euch einen ganzen Koffer geben, sondern jetzt will ich euch einen wunderschönen Tag wünschen. Und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.